Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Diesmal haben wir ein bisschen was anderes für euch. Und zwar sind wir beim E-Mountainbike Trail Camp in Kaltern unterwegs. Und zwar nicht als Teilnehmer, sondern sogar als Guides. Dementsprechend können wir euch natürlich trotzdem ganz viel vom Event zeigen und von der Kulisse außenrum. Und ja, wir hoffen, ihr habt einfach Spaß beim Zuschauen. Und der ein oder andere Teilnehmer, der sich ja auch reinschaut. Vielleicht findest du dich ja im Video. Ja, hier ist erstmal die Gruppeneinteilung, damit man eben schon mal grob abgreifen kann, wer mit welchen Voraussetzungen angereist ist, sodass sich die Leute auch auf keinen Fall langweilen, aber auch nicht überfordert sind. Und es wird meistens in vier Gruppen aufgeteilt, sodass ungefähr 10 Leute pro Gruppe unterwegs sind. Pro Gruppe sind dann auch 2 Guides mit dabei, einer vorab und einer hinten nach, sodass, wenn irgendein technischer Defekt oder irgendwas sein sollte, beim Bike auch immer sofort geholfen werden kann. Ja, hier wird gerade vorgezeigt, wie der Parcours zu absolvieren ist. Und dann zeige ich euch ein paar Teilnehmer im Schnelldurchlauf. Ja, und nach diesem System erfolgt jetzt erstmal die Gruppeneinteilung. So, lala. Die Gruppe ist gestartet. Petra ist der Lumpensammler. Fährt schon mal voraus. Dann schauen wir mal, welche Trails wir so kriegen heute. Nach kurzem Uphill geht es schon in den ersten Trail rein. Was will man mehr? Nico filmt gerade den Kalterer See. Das ist besser erwischt wie ich, glaube ich. Ich war nämlich schon wieder zu spät. Aber ich habe dafür Weinreben. Kalterer See. Wein, hoffentlich gibt es den heute Abend auch. Und die Gruppe. So, jetzt kommen die ersten 2 Gruppen mal hier vorbei. Na Jungs, wie ist die Stimmung? Ich will was hören. Ei, ei, ei. Du brauchst ein Bier, oder? Martin, hast du genug Bier dabei? Ja, 2. Ja, super, passt. Wo ist die Wiki? Keiner schaut auf die Wiki, oder? Ah, doch, da ist sie. Hier geht's wirklich mega idyllisch entlang. Jetzt sind es mittlerweile Äpfelchen, wo wir entlang fahren. Und auch schon das erste Dörfli. Bevor es dann in den ersten schwierigeren Trailabschnitt ging, gab es noch mal ein paar Techniktipps. Wenn ich schon mal einen Profi vor mir habe. Oh shit. Stark. Hauptsache, oh. Ah, schön Einstieg. Dann wird immer ein Stückchen gefahren und danach wieder Tipps gegeben, was man verbessern kann. Und wie ihr seht, es sind auch einige Damen dabei. Und da ist immer auffallend, dass sie gute Technik haben, aber sich manchmal nicht ganz so viel trauen. Ausblick Richtung Autobahn. Aber immer wieder sagenhaft schön. Und ich gehe jetzt wieder runter.
alle Schäfchen gut unten angekommen. Jetzt geht es aber dann gleich eine steile Rampe wieder zurück rauf. Gut, dass wir ein E-Bike kämpfen. Man beachte die Sattelposition. Achso, ich bin ja auf dem, bin ich auf dem Film. Ja. Mami, ich bin im Fernsehen. Mami. Wow. Ja, beste Möglichkeit für den freien Fall. Aber dann geht's nicht mehr weiter zum Gardasee. Wow, edel, oder? Sehr nett. Danke. Werden wir gleich sehen. Geil, oder? Perfekt. Mit mega Blick auf den See geht es jetzt die letzten Meter zur Pasta-Party. Was für eine Aussicht. Mega geil. Du musst halt eh deine Flasche kennen, weil du auf die Flasche gehabt hast. In den Bedingungen. Pasta-Party läuft. Es sind noch nicht alle da, aber die Portionen sind dafür riesig. Das sind die schlanken. Man hat ja heute was getan, nicht wahr? Mhm. Wir haben den Akku beansprucht. Jetzt haben die meisten schon fleißig aufgegessen. Hat's geschmeckt? Wunderbar. Sehr gut. Sehr schön. Du bist absolut Wahnsinn.